Und weiter geht's mit der Jagdfolge. Wir müssen jetzt Viecher jagen. Steigst du auf? Danke. Und die brauche ich nämlich. Soweit ich weiß, ist sie ja ziemlich crikey unterwegs mit ihrem Bogen. Ich markiere mal den Punkt. Und vielleicht kann sie auch diverse Viecher einfach für uns mitjagen. Ultra Wheelie. Room, room. Da wird der Sound direkt anders, wenn wir durch die, oh, durch die Drogenfelder fahren. Wie kommen wir da hoch? Schaffen wir es da hochzufahren? Versuchen es mal. Come on, come on, come on! Ja! Woo! Easy! Boah! Ultra hochgearbeitet, nice. Wartet mal. So, am besten steigen wir dann jetzt hier aus, damit wir nicht so hart die Viecher vertreiben. Und jetzt los. Also jetzt los. Okay, wir müssen da hoch. Gehen wir mal da hoch. Und dann nehmen wir gleich noch so ein. Hier so ein Jäger. Oh, nice. Oh. Ist das jetzt so ein Pronghorn? Nee, ne? Was, Ich geh gleich da hoch. Sind irgendwo Bären? Bienen? Ihr vertreibt die ganzen Tiere! Frau, kriegst du den da oben nicht? Whammen! Da unten ist auch irgendwas. Sind das Tiere? Das könnten sie sein, oder? Die Hörner. Das sind sie bestimmt. Okay, cool bleiben, cool bleiben. Das sind sie, oder? Das sind einfach nur Rehe. Die muss halt zuerst schießen. Schieß jetzt. Hopp! Oh. Direkt down. Oh ne, das fällt da runter. Ja! Okay, Schwarzbären. Schwarzbärenhaut brauchen wir noch. Die ist dann wo zu finden? Oh. Sag bloß, wir haben die noch nicht gefunden. Wir haben noch kein Schwarzbärenreservoir gefunden. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Gut, dann können wir das erst später machen. Dann gehen wir da hin. Ja. Ist jetzt ein bisschen blöd. Weil wir halt noch nicht dieses Schild entdeckt haben für den Schwarzbären. Aber naja, dann einfach nächstes Mal. Was soll's? So. Was kannst du denn mit mir... Oh, Miss Mabel. Hallo. Die elenden Dreckskerle haben mein Haus überfallen und wollten meine Peaches ermorden. Jetzt ist sie losgerannt, um Rache zu nehmen. So wie ich sie kenne, wird sie die Sekten-Hippies ordentlich durchkauen. Ah. Wahrscheinlich lungert sie auf dem Campingplatz herum. Es riecht nach Achselschweiß und Fertigfleisch. Also sind diese Versager von Eden's Gate sicher nicht weit. Jetzt mach schon und finde sie. Und denk dran, Leckerlis mitzunehmen. Sie ist wie diese Drapmentussi vom Yachthafen. Für eine Belohnung folgt sie dir überall hin. Jetzt hol mir mein Kätzchen zurück. Okay, mache mal Story-Mission. Wo habe ich gelesen, dass Katzen einen Parasiten übertragen, der bewirkt, dass man gar nicht nach ihnen wird? Scheint hier passiert zu sein. Aha. Zivilistennotiz. Miss Mabel, hier schreibt Ihnen ein langjähriger Bewunderer Ihrer Arbeit. Keine Ahnung, ob Sie meine kennen. Ich mache Sie gerne damit vertraut. Wie steht es um Ihre Gesundheits... Denn falls Sie irgendwas für Ihr Herz oder Ihre Gelenke brauchen, sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Ich war mehrere Semester auf dem College, das ist alles sicher. In Ihrem Fall kann es nur einen einzigen Preis geben, den ich verlange. Sollte ich vor Ihnen krepieren, möchte ich unsterblich gemacht werden. Stopfen Sie mich aus, den Ort der letzten Ruhe und all das können wir später besprechen. Denken Sie doch nur mal dran, wie cool das wäre. Geben Sie mir Bescheid, ob Sie Interesse haben. Ich habe was Wichtiges, richtig Gutes gegen Rheuma oder Epilepsie, Krebs, Angstzustände. Ich dachte kurz, es wäre so ein Versicherungsvertreter oder sowas.
Scheinbar ist sie hier die Königin der Ausstopferei. Sieht doch echt gut aus, ne? Ist echt gut geworden. Ja, ja, ich habe dein Entchen zerschossen. Ja, ich dachte... Tropft der... Ich dachte, da tropft irgendwie Wasser. Hi, Mabel. Jetzt ist es doch passiert. Gestern Nacht ist Nudel im Schlaf gestorben. Ich kann mir mein Haus gar nicht vorstellen, ohne dass dieses große, dumme Baby irgendwo voll rumliegt. Falls möglich, würde ich Nudel gern bei mir behalten. Ich kann dir seine Lieblingskletterstange schicken, damit du ihn darauf anbringen kannst. Oh. Vielleicht kannst du eine Maus in sein Maul tun. Das war sein Lieblingssnack. Ich weiß nicht, ob ich du schon mal eine Schlange ausgestopft hast. Außerdem verbieten sie mir diesen verdammten. Schau bei mir vorbei und hol ihn ab, wenn du Zeit hast. Oh, das ist ja traurig. Ja, schon sehr traurig. Sam! Okay, das da hinten haben wir. Hier spricht Miss Mabel. Hallo? Sag mal, ich hab die doch jetzt genudelt, oder? Hab ich. Achso, da hinten. Nimm die Leckerlis, jawohl. Was für ein Riesensack. Ist er vielleicht einfach zu Hause und du hast nicht gemerkt. Ha! Naja. 200 Meter in die Richtung. Trish, wie sie mir einfach wieder zwischen die Fies rumrennt. Zack. Fuck. Komm. Nein. Augen auf die Straße. Ich mach den Rest. Ja. Das will ich sehen, wie du den Rest machst. Oh nein, es ist was passiert. Es ist doch lächerlich. Ständig passiert mir das. All die Jahre. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon ins Wasser gefahren bin. Ihr habt ja gemeint, ich soll einen Counter einblenden. Und ich sollte auch einen Counter einblenden, wie oft ich jetzt schon, ohne es zu wollen, aus dem Heli ausgestiegen bin oder aus Flugzeugen. Ich glaube, man kann es gar nicht mehr zählen. Ah! Ich will immer abkürzen und dann ist es genau das Gegenteil von einer Abkürzung. Aber wisst ihr was? Wir sind ja schon auf der richtigen Spur, glaube ich. Hallo. Warum rennt ihr so auf mich zu? Habt ihr Angst vor irgendwas? Sag mal, bombt ihr gerade die Katze weg? Ihr war eine Puma. Hey. Hallo. Alter, er boxt mich einfach. Der Beshired. Haben sie ihn eingesperrt? Das ist, glaube ich, nicht der Puma. Oh oh. Da hinten mounts da rum. Mehr ist ein Auto. Wow! Verschreib mich doch nicht so. Rüste Peaches Leckerli ist ein Waffenrad aus. Aber way. But way. Ist es hier? Peaches, ah ja. Komm her. Ah, Miss Peaches. Komm mit. Oh. Das war ein bisschen arg viel. Komm. Ich weiß nicht, wie weit du die Dinger schmecken oder riechen kannst. Hab ich platt gemacht. Nicht davonlaufen. Hier. Sei du doch vernünftig und komm nicht hierher. Hm. Ich glaube, die Fiste da unten gerade irgendwas, ne? Wölfchen. Komm her. Hol's dir. Mal gucken, ob sie so weit gehen kann. Ha! Okay, das haftet, glaube ich, nicht. Ich nicht. Oh, wie ungeschickt von mir. Peaches, geh mal weiter. Komm, ich will sehen, wie du das isst. Ja. Mmh. Delicious. Kriegst du das auch? Jawohl. Sehr schön. Komm her. Ja, sieht gut aus. Es läuft. Jawohl, jawohl, wir haben es geschafft. Oh. Durchsucht das Anwesen. Puma muss sterben. Diese durchgeknallte Alte versteckt ihn irgendwo.
Nee. Pümchen, Pümchen. Oh ja, geht auseinander. Dass keiner getroffen wird. Vielleicht kann der Puma auch irgendwas machen. Ich dachte, der rastet jetzt komplett aus und macht die alle down. Wo ist denn der andere, der mich gerade von der Seite anballert? Und warum haben wir niemanden dabei? So, Puma, ran! Komm, wird dir gefallen mit dem Puma. Da oben kommt er. Naja, das ist Puma. Der fischte dich jetzt. Haha, gib mir deine Waffe, du Sau. Oh. Du entfernst dich zu weit von Peaches? Peaches. Wo ist jetzt das Scheißvieh? Ah, da hinten. Komm her. Sehr gut, hier auch nochmal hin. Sehr, sehr gut. So, dankeschön und dankeschön. Und letztendlich hier rein. Fertig. Bleib da drin. Hey, Miss Marple. Hey, Girl. Hallo. Wenn du eine Belohnung erwartest, wenn du etwas Gutes getan hast, bist du auf dem Holzweg. Ganz ehrlich, ich habe nicht geglaubt, dass ich dich wiedersehe. Ich dachte, du wärst nicht der hellste Stern am Himmel, aber da lag ich wohl falsch. Zum Teufel! Warum behältst du die verdammte Katze nicht einfach? Ich war froh, mich die letzten Tage nicht um ihr beharrliches Verlangen nach Futter, Wasser und Aufmerksamkeit kümmern zu müssen. Aha. In Ordnung, kannst gehen, wir sind fertig. Tierhalt, bitte rette meinen Puma, ich hab so Angst ohne den. Kannst du mal halten. Komm her, Meets Meets. Nice, nice, nice. Jetzt haben wir sie ja schon fast übernommen, die Alt. Die Alte. Da hinten ist noch was. Halt, warte. Ist das. Ne, das gehört alles noch zu ihr. Krass. So viel Space hier. Dann gehen wir da hoch. Ich markiere das hier, porte mich dahin zu dem Sägewerk. War das das, was wir angegriffen haben mit dem Helikopter? Kann das sein? Na, sehen wir ja gleich. Am Anfang habe ich alles durcheinander gemacht. Da war ich erst bei ihr, dann war ich oben bei Jacob. Und da bin ich zu John gegangen. Und John haben wir jetzt ja gefistet. Komplett. Was ist das hier? Was ist das hier? Guck mal kurz. Ha, keine Ahnung. Wir nehmen auf jeden Fall diese kleine Waffe mit. Ihr wisst ja, was diese LKWs so können. Ach, keine Musik. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ich hätte einfach rückwärts rausfahren sollen. Naja, naja, man, na? Nein, keine Musik. Weg damit. Wo ist denn das Ziel? Warum verschwindet es, wenn ich reise? Das finde ich sehr schwach. Boah, ist das Ding laut. Ihr könnt euch schon mal darauf gefasst machen, dass gleich die Party richtig abgeht, wenn ich angekommen bin, weil ich ja nämlich diesen Truck, den ich praktisch gerade lade, zünden werde. Hoppala. Mamma mia. Komm, gib Gas. Ha, ist halt nicht das Schnellste, ne? Obwohl, schneller wie dieser Corolla von letztens, den wir gefahren sind. Motorola. Ach komm. Los, 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 gib Stoff. Hey, hey, gib Stoff. Ich denke, hinten die rausgefahrene Ding ist auch ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich kratzt er darum. Komm! Okay, schade, klappt nicht. Macht nichts, denn... Let's go! Entdeckung, Entdeckung! Boomer, 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 versteck dich, versteck dich. Wow! Gut gemacht, Boomer, gut gemacht. Oh, wir haben hier oben jemanden, der am Fighten ist. Wölfe! Das geht doch super da. Naja, ich hassle die schon weg, keine Sorge. Wo ist denn der letzte hin? Da hinten. Jawohl, Mucke gefunden.
Puma, holen dir. Nein, nein, den da. Jawohl, jetzt. Hol den Puma! Er rennt einfach außen rum. Okay, dann gehe ich hier hin und erwarte ihn. Boah, er ist richtig abgelatzt. Kommst du runter, Mademoiselle? Oder muss ich zu dir hochkommen? Tagebucheintrag, 139. Tag. Letzte Nacht wurden wir von irgendwas angegriffen. Zuerst haben sie Kent erwischt und irgendwohin verschleppt. Bailey wurde ins Bein gebissen und es sieht nicht gut aus. Am Morgen werden wir versuchen, ein Krankenhaus zu finden. Ich weiß nicht, was uns angegriffen hat. Ich schätze, es war eine Art Canius Lupus, aber irgendwie verändert. Und den roten Markierungen am Kopf nachzuurteilen, werden sie von Menschen verändert. Na, wisst ihr das noch nicht? Aber welche chemische, biologische Substanzen könnten sie sowas bewirken? Ich habe... Ja, gut, das ist Blaze, das kann ich dir direkt sagen. Mademoiselle. Das ist der Blaze, das ist so chemisch. Jetzt geht's hier runter? Oh. So. Moment. Danke. Ich warte. Warte, so jetzt. Gut, wie gesagt. Ja. Scheiße, ich dachte, ich wäre erledigt. Danke. Ich bin übrigens Sarah. Aha. Perkins. Hab ein Team von Artenschützern geleitet. Wir haben die Wölfe im Park untersucht und dann, naja, haben wir diese Viecher gefunden. Es sind Wölfe, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Die Sekte nennt sie Judges. Größer, stärker, widerstandsfähiger. Das ist doch alles schon. Spezies aus der Gegend. Die Sekte hat versucht, mein Team dazu zu zwingen, ihnen zu helfen. Als wir uns weigerten, haben sie diese Dinger auf uns gehetzt. Eli und die Whitetails haben mich rausgeholt. Seitdem versuche ich mich zu revanchieren. Ich habe eine Theorie dazu, wie wir diese Kreaturen mit der Sektenformel aufspüren können. Aber ich habe nur Leichen. Ich brauche einen lebenden Judge. Ja, das ist viel verlangt, aber es muss sein. Die Sekte richtet sie in einem alten Jugendlager ab, dem Breakthrough. Wenn du mir hilfst, kann ich vielleicht etwas entwickeln, womit du sie besser jagen kannst. Ich treffe dich im Lager, sobald es sicher ist. Okay. Machen wir Story-Mission, bin ich dabei. Oh, wir müssen so weit gehen. Oder vielleicht sogar fliegen. Ich glaube, wir müssen eher fliegen. Wir werden zumindest mal von hier darüber segeln und dann weiter gucken, was es noch zu holen gibt. Komm! Jawollo! Schätze dem rote Auto schon da. Oder wisst ihr was? Ne, es wird nicht reichen, es wird nicht reichen. Ich gehe direkt zu dem Auto. Ich mache jetzt kein Fetz. So, Boomer steigt eh nicht ein, also tucker ich direkt los. Achso, ich sollte möglicherweise... Wow. Ich sollte möglicherweise auf der Straße bleiben. Ich gehe runter auf die Straße. Oh. Vor allem entdecken wir dann auch wieder ein paar Orte, wenn wir hier drüber hasseln, weil hier haben wir jetzt dann auch nicht viel entdeckt. Oh mein Gott. Komm. Ah, nice. Ich muss nur kommen sagen und es geht wieder. Sehr schön. Achtung, Boomer. Ach, die Mucke, ich hab's da eben gar nicht angehabt. Oh no. Okay, warte. Bye bye. Wow. Jetzt ist mein Auto schon ein bisschen kaputt. Ey. Wir können ja gar nicht mehr fahren, wir sind nur noch gerollt. Super. Kann ich. Ja, ich kann's reparieren. Sehr gut. Nee. So repariert man übrigens Autos, so macht das K-Glas auch. Das ist Standardverfahren hier. So, let's go. Brumm, brumm. Boah, ihr pisst da wieder. Hallo, Frau. Boah, das ist knapp. Ah, das sind unsere Leute. Wenn ich reinzoome, dann fährt er auch irgendwie komisch rum. Alter, ist der verrückt? Okay, das geht. Also die Strecke ist echt easy machbar. So ein Kilometer ist echt locker zu fahren, zwei locker zu fliegen. Ah, was ist denn da drüben? Boomer ist zurzeit nicht verfügbar. Ja, Mensch, was ist passiert? Schon wieder bremst er ab? Ich habe nichts gemacht. Ich weiß es nicht, warum er abbremst in so einem Moment. Jetzt habe ich Reise zum Wegpunkt. Jetzt ist er aus. Bitte. Na, hast du echt Glück gehabt. Ah, haben wir da die Elche gejagt? Bei den Fleischfanatiker. Ich habe die Judges schon seit Monaten studiert. Die sind wirklich abgefahren. Anders kann man es echt nicht ausdrücken. Im Grunde pumpen Jacob und seine Leute diese armen Wölfe komplett mit Drogen voll. Keine Ahnung, was sie genau nehmen, aber sie werden dadurch zu echten Kriegsmaschinen. Jawohl, endlich mal wieder was richtig Großes zum Einnehmen. Mit vielen Leuten.
Okay. Noch viel schlimmer ist, dass der Kult diese Tiere auf irgendeine Weise kontrollieren kann. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall dann wieder die Sneaky Beaky Tante mit. Es fehlt übrigens nur noch eine Person, dann haben wir alle. Cool. Ich weiß, aber diese Judges folgen einfach jedem Befehl. Langsam befürchte ich, dass sich diese Experimente nicht ausschließlich auf Wölfe beschränken. Naja, das kriegen doch die Leute auch zu futtern. Diese Angels. Okay. Ich werde gleich mal. Ich werde gleich mal da hochgehen und gucken, ob ich von da dann einfach alles snacken kann. Stellungswechsel. Ich denke, dass das geht. Die stehen so weit auseinander, dass sie vielleicht auch die Leiche nicht sehen. Komm, schnell da hoch. Oh, da ist ein Bienennest, hört ihr es? Wenn wir da jemanden hinlocken können und die Bienen anballern, dann sollte er eigentlich umgebracht werden von den Bienchen. Sehe ich die von hier jetzt auch? Ja, ich sehe sie von hier auch. Komm du mal hierher. Komm mal her. Das sind doch Bienen. Ich rücke vor. Zumindest der Hund soll herkommen. Komm mal da. Träum schön, Wichser. Oh, sie hat mich schon gekillt. Sehr schön. Komm mal da her. Hier hin. Ja, hat er gehört. Sehr gut. Er kommt bestimmt ganz langsam hergedackelt. Hier sind insgesamt echt wenig Leute, ne? Gut, er kommt nicht hergedackelt. Gucken wir mal, was passiert. Oh. Ach, shit. Oha, verliert die schon dann live. Ich muss schon runter und die retten, aber dann werden sie mich auch holen. Au. Schnell, schnell, schnell. Jetzt aber weg, jetzt aber weg. Nicht weiter. Komm, sag's nicht weiter, ja, ja. Oh, oh. Sehr gut, zum Glück ist der auch direkt down. Das wollte ich eben noch sagen, hoffentlich. Wer hat das gesagt? Der da. Okay. Da, schießt du zuerst auf ihn. Schießt du gleich? Die sollte mir das immer sagen, wenn sie... Ah, der ist schon tot! Ich brauche immer einen Doppelschuss bei den größeren. Oh, sag... Da ist noch... Fress Scheiße und stirb. Jo, ich sammle hier mal schön alles auf. Die haben bestimmt alle Kirsch dabei. Ich komm die Seilrutsche runter. Naja, komm die Seilrutsche runter. Hier krieg ich eine Gänsehaut. Wo bist du denn? Ah, da kommt sie. Sie rennt über das Dach, alles klar. Du hast ein paar leben lassen. Wir benutzen diesen Finger da drüben, das sollte klappen. Was echt? Hat jemand einen nervösen Abzugsfinger? Mach das vielleicht lieber allein. Okay. Öffne das Tor, damit wir anfangen können. Wie hab ich bitte schön ein paar leben lassen? Ich hab alles geschnitzelt, was hier rumstand. Und da steht trotzdem noch einer rum. Gut, jetzt wird's lustig. Lock einen rein. Hey! Hey, du! Ah, wisst ihr was? Wartet mal. Achso, nee, halt so. Juhu! Komm her! Geh da rein! Haha! Ja! Mrs. Perkins, komm sie bitte runter! Ich hab keinen Bock da hochzugehen. Ich stell so lange Sachen her, während du runterkommst. Ja, sie kommt ja echt runter, sehr schön. Ah. Ich finde das schon raus. Keine Sorge. So. Ich kann dir wirklich nicht genug danken. Dieses Exemplar ist alles, was ich zur Synthetisierung der Formel brauche. Hier, nimm diese Probe, an der ich gearbeitet habe. Das sollte dir bei der Jagd nach diesen Viechern helfen. Okay. Dankeschön. Hier in der Gegend sind... Juhu! Zeitlupenwalk. Shh. Du kannst viele verschiedene Sprengstoffe und... Homöopathika herstellen. Halte Kugel gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen und drücke auf E. Okay.
Also der ultimative Jäger ist jetzt verbessert. Was geht da drüben ab? Wilder, ich mach mal Wilder. Gegner! Wie, hier sind keine Gegner? Jetzt habe ich mir gerade das Zeug reingedrückt. Ach, halt die Gosch. Okay. Wir können zumindest schon mal hier rüberfliegen. Und, ja. Dann machen wir die nächste Aufnahme-Session. Wo ist jetzt unsere Markierung? Keine Ahnung. Da geradeaus ist er eigentlich. Ah ja, da ist er jetzt. Ich sehe die Dinger so schlecht. Und irgendwie war das ziemlich unnötig. Was? Ah, jetzt kann ich nicht das Waffenrad rein, während ich fliege. Das ist ja blöd. Gerade in diesen Zeiten würde ich gerne im Menü rumgucken, während ich einfach weiterfliege. Nee, nee, keine Sorge. Da ist nichts in der Nähe. Wir sind ja voll hoch. Hier sieht uns keiner. Ach, fuck. Ich wollte mich umsehen eigentlich. Warte. So. Sag mal. Ah, mit rechts. Ja, mit rechts. Siehst du, da, okay. Was kreischt denn da so komisch? Schnell, wir müssen höher fliegen. Oh no! Das war leicht Kanapé, Kanapé. Ach, das ist hier wieder unten in dem Kack. Darüber, 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 darüber. Ach, schließen. Sag mal, ist die in dem Ding die sitzen geblieben? Ist die bescheuert? Irgendwie kriegt die den Schuss nicht. Kriegt den Schuss nicht mit, wenn ich da rausspringe. Die rafft das nicht. Die bleibt einfach drin sitzen. Wow. Was ballert denn da jetzt rum? Wo ist nochmal die Luke? Da hinten irgendwo. Hier. Komm mal, du. Oh oh. Au. Leute, ich bin wieder da. Ich bin wieder in den Bunker reingefallen. Hello? Mission. Wo warst du? Ich habe versucht, dich zu erreichen. Nö. Ich habe eine Aufgabe für dich. Erinnerst du dich ans Grandview Hotel? Das Drecksloch, aus dem wir dich geholt haben? Du musst wieder hin. Ah. Jacob hat sich ein Whitetail namens Briggs geschnappt und versucht, ihm das Hirn weich zu kochen. Okay. Dir. Er hofft wohl, dass Briggs die Wolfstand verrät. Ich glaube nicht, dass er so lange durchhält wie du. Und wenn er unsere Position verrät, war's das. Also müssen wir schnell sein. Okay. Einige hier glauben, dass es das Schlauste wäre, ihn einfach zu töten. Aber wenn wir anfangen, unsere eigenen Leute zu töten, um uns selbst zu retten, sind wir nicht besser als Jacob. Da mache ich nicht mit. Stattdessen machen wir Folgendes. Uidi hat ein kleines Dekonditionierungspaket zusammengemischt. Haben wir auch bei dir genutzt. Tausche es einfach gegen das Band aus, das in Briggs Raum läuft. Und dann werden wir sehen, was passiert. Wenn alles glatt läuft, kommt unser Junge wieder zurück zur Erde. Wenn nicht, das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Okay, gut. Ja, machen wir, machen wir. Sie grillte die Leute. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Aber du steckst wohl voller Überraschungen. Diese Petze hier war für die Sicherheit im Chalet verantwortlich. Zu unserem Glück war er nicht besonders gut in seinem Job und ist in meinem Planschbecken gelandet. Sieht so aus, als würden hier die Auserwählten ausgebildet. Wenn du sie mal in Aktion gesehen hast, weißt du, wie unbarmherzig sie sind. Hast du eine Ahnung, womit Jacob sie trainieren lässt? Mit lebendigen Zielen. Das soll ihm die Angst vorm ersten Mal töten nehmen. Diese Arschlöcher achten kein Leben, das nicht in ihrer Sekte ist. Und sie müssen erledigt werden, wie die Hunde, die sie sind. Also gehst du zum Chalet, tötest jeden Auserwählten, den du siehst, und legst überall in dem Gebäude Sprengstoff. Und dann sehen wir zu, wie das ganze verdammte Drecksding zu einem glühenden Aschehaufen wird. Wie klingt das? Das klingt super. Aber ist jetzt gerade für mich im Moment keine wirkliche Option, denn ich muss schon jemand von uns retten. Und zwar diesen einen, der vielleicht bald zur Petze wird. Wo ist nochmal der Ausgang? Hier? Ah ja. Judas. So, ja, aber das machen wir dann einfach in der nächsten Folge, weil jetzt ist die hier eigentlich vollgelaufen. Somit dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.